Hallöchen, heute ein Video wieder über die YouTube-Tipps. Heute genau so, wie ich eigentlich gesagt hatte, wie es nicht gemacht werden sollte. Aber es geht gerade halt nicht anders. Ja, einige Leute haben mich nochmal gefragt, ob ich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen kann, was man denn alles so braucht und dann noch am PC. Aber jetzt machen wir erstmal das Video, was man so braucht vielleicht nicht, aber was so nice to have ist. Und ja, ich würde sagen, erstmal Intro. Ihr seht jetzt hier schon, oder habt es gerade schon gesehen, hier liegen so ein paar Sachen und da hängen auch noch ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Thema draußen Fahrvideos. Also je nachdem, was ihr halt machen wollt. Für V-Videos, Crawler, Bash-Videos, was auch immer. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich euch hier so das gezeigt habe, was ich alles so habe oder was ich alles so nutze. Hier ist zum Beispiel meine GoPro, LCD-Display, Zusatzakkus, Haufen Halterung, bla bla bla. Es ist natürlich nicht Herausforderung, eine GoPro Hero 4 Black zu haben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also versteift euch da nicht so drauf, aber ich kann euch halt nur das zeigen, was ich jetzt hier auch habe. Also, bei Außenaufnahmen sind natürlich ein paar Dinge wichtig, wie zum Beispiel Licht und so eine Sachen. Da gehen wir aber in einem anderen Video nochmal drauf ein. Es geht erstmal darum, was gut wäre zu haben. Bei Vorvideos ist natürlich wichtig, verschiedene Perspektiven zu haben. Deswegen habe ich auch zum Beispiel verschiedene Stative, möchte ich jetzt mal sagen. Wie hier zum Beispiel haben wir so einen kleinen GoPro obendrauf. Ich habe jetzt die Halterung, jetzt will ich jetzt nicht extra noch dran machen, aber so. Bup, habt ihr niedrige Position, das ist immer gut für Vorbeifahrten oder sowas zum Beispiel oder für Crawler oder sowas. Dann haben wir hier natürlich einen GoPole, das ist jetzt ausziehbar. Sowas ist natürlich immer gut für Sprünge oder allgemein, wenn man dem Auto hinterher möchte, so rechts und links schwingen. Hier noch ein Tipp von mir. Macht eure GoPro so rum. Ihr habt eine Einstellung, wo die GoPro selber merkt, wo sie ist. Ob sie halt auf dem Kopf steht oder halt richtig rum. Macht sie so rum, damit habt ihr ein besseres Gleichgewicht und ihr wackelt nicht so. Mit der GoPro ist das eigentlich ganz geil. Wenn es darum geht, verwackelte Bilder sowas zu vermeiden, ups, da ist die GoPro echt gut dazu. Wenn ihr doch mal ein bisschen verwackelt, gibt es da dann noch diverse kleine Tricks bei der Bearbeitung, zum Beispiel Zeitlupe zu machen und sowas. Dann kann man so ein paar Wackler gut wegretuschieren, wenn es nicht möglich ist, die rauszuschneiden. Dann habt hier, das ist zum Beispiel für die GoPro noch so eine Handschlaufe, dass ihr sie nicht verliert. Wie gesagt, dann habe ich hier noch so ein paar Sachen und LCD-Display für bessere Aufnahmen, also dass ihr besser seht, wo ihr seid, zur Ausrichtung der Kamera zum Beispiel. Dann habe ich hier oben zum Beispiel noch hängen ein Kopfband zum Beispiel, ist für manche Sachen auch ganz gut zu haben. Dann habe ich hier zum Beispiel, kann ich euch mal zeigen, diverse Halterungen für ups. Also Klebepads für Karosserien zum Beispiel oder so eine Onboard-Aufnahmen oder hier sind auch noch solche Klemmen drin. Hier ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine GoPro, ist nämlich relativ teuer. Ich habe die jetzt ersteigert, ich hatte Glück. Gibt es hier noch so eine Dinger bei eBay für ein paar Euro. Da gibt es dann hier so eine Adapterplatten. Hier sowas zum Beispiel. Mit einem Gewinde, die ist jetzt schon gebrochen. Da könnt ihr draufschrauben und dann die GoPro oben draufsetzen. Um halt mehrere Perspektiven in ein Video zu bekommen. Dadurch wirkt das Video natürlich ein bisschen dynamischer und nicht so abrupt gemacht. Dann könnt ihr auch immer im Videoschnitt dann die verschiedenen Kamerapositionen zum Beispiel dann immer hin und her switchen. Das macht das Video dann ein bisschen ansehnlicher im Gesamtbild, sag ich es mal. Das soweit jetzt für draußen. Wie gesagt, da kommt noch ein Video. Ich werde noch so ein kleines Video machen, wie ihr Aufnahmen filmt.
Also, wo ich es richtig zeige, wie ihr am besten filmt, werde ich für Tischvideos und für Running-Videos machen. Und dann gehen wir in dem gleichen Video dann noch am PC. Und da zeige ich euch, wie ihr die schneidet und hochlädt. Ladet. Das zeige ich euch dann alles nochmal in einem anderen Video. Also wird es dann nochmal ein bisschen ausführlicher. So, das ist für Außenvideos. Und jetzt für Tischvideos. Da ist auf jeden Fall vom Vorteil, hatte ich ja schon erwähnt, ein Stativ. Jetzt erzählen viele immer in Foren oder wo auch immer, es muss immer das Beste und Teuerste sein. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Das Stativ benutze ich jetzt seit anderthalb Jahren oder so. Und das hat mir 15 Euro gekostet. Also manche Leute, ich verstehe es immer nicht. Die labern immer einen Scheiß von, ah, das muss alles, oh, ein Stativ unter 100 Euro ist doch kein Stativ. Das ist totaler Schwachsinn. Für Tischvideos zum Beispiel, was macht das Stativ? Es steht. Hä? Es steht. Für was muss das 100 Euro kosten? Totaler Schwachsinn. Deswegen nochmal ein Appell an euch, lasst euch nicht immer von irgendwelchen möchte gern professionellen Film-Fuzzis irgendeinen Scheiß erzählen. Also echt, mich regt sowas immer brutalst auf, wenn anderen Leuten erzählen wollen, man muss immer das Teuerste vom Teuersten kaufen. Das ist totaler Blödsinn. Das Stativ hier zum Beispiel, wie gesagt, 15 Euro Amazon, glaube ich, war das, hat mir damals mal meine Frau geschenkt. Das ist bis 1,60 Meter kann man das ausfahren. Ihr habt hier noch, könnt hier noch mit den obersten Kopf noch mal rein und rausfahren. Es steht, es wackelt nicht. Also was soll das? Warum muss ich da Haufen Geld ausgeben? Ist totaler Blödsinn. Für Tischvideos reicht sowas vollkommen. Und draußen feste Aufnahmen mit so einem großen Stativ macht man eher selten. Deswegen ist sowas, also ich nehme meins zum Beispiel für draußen eigentlich nie mit. Es ist, glaube ich, bloß zwei, dreimal vorgekommen, weil, wie gesagt, am besten sind immer Aufnahmen mit so einer GoPro. Das ist dann immer dynamischer als ein fester Punkt. Wenn ihr jetzt das Auto springt und ihr geht mit der GoPro hinterher zum Beispiel, ist viel ansehnlicher als ein festes Objekt. Ihr steht hier und das Auto macht, ist nicht so cool. Wie gesagt. Dann, wie gesagt, für ein bisschen Actionaufnahmen oder sowas, nähere, nehmt ihr das Ding und fertig ist. Das ist auch zum Beispiel von so einem eBay GoPro Set oder sowas. Keine Ahnung, die Dinger gibt es aber auch bei Teddy zum Beispiel für 1 Euro. So eine kleine Dinger habe ich auch schon ein paar gehabt. Die halten dann auch nicht so lange, weil das alles Guss ist. Wenn man da ein bisschen zu doll festdreht, bricht das ab. Aber hey, 1 Euro, scheiß drauf. Wenn das nach 10 Film-Dingsbums kaputt geht, holt man sich halt ein neues. Dann hier bemängeln immer viele, dass man keine Adapterplatten mehr bekommt, wenn die kaputt ist. Und Leute, ey, wenn so ein scheiß Stativ 15 Euro kostet und diese Adapterplatte geht mal kaputt, warum auch immer, das ist immer noch die erste, dann kaufe ich mir ein neues Stativ für 15 Euro. Was ist da los? Da kann ich mir 10 Stück von kaufen, bevor ich da irgendwie so ein total überteuertes kaufe. Ist ganz einfach so. Ja, zur GoPro hier ist noch so eine Halterung für die Fernbedienung dabei. Wenn ihr jetzt eine Kamera habt mit Fernbedienung, nutze ich zum Beispiel es überhaupt nicht. Ja, das sind so die Sachen, die auf jeden Fall die gut wären zu haben. Wie gesagt, ist aber alles kein Muss. Ihr könnt das auch alles mit dem Handy machen. Es gibt ja auch so eine Adapter für Handys zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie die Qualität jetzt hier ist. Das ist jetzt auch mit meinem Handy aufgenommen, aus der Hand raus. Mal schauen, wie es aussieht nachher am PC. Aber ist alles machbar. Wie gesagt, es geht alles, wenn man will. Wenn man ein bisschen kreativ ist, geht das auf jeden Fall alles vollkommen klar. Ja, soweit zu diesem Video, würde ich sagen. Wie gesagt, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Dann weiß ich, dass das nächste Video dann auch bald veröffentlicht wird. Und ansonsten, ja, schönen Nikolaus noch. Heute ist nämlich der 6. und also wo ich das aufnehme. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.